Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. In der letzten Folge haben wir uns ja hier durchgebahnt. Ich habe jetzt hier auch mal einen Spawnpunkt gesetzt, falls ich sterbe, dass ich hier direkt bin und wir nicht lange hier gucken müssen. Ich werde auch nochmal hier vorsichtshalber zwischenspeichern. Und ja, wir haben hier auch einen Schalter umgelegt. Jetzt haben wir irgendwas aktiviert. Und jetzt gucken wir mal weiter, wie wir hier durchkommen. Und ja, hier in dem Lager gibt es auch viele Sachen. Da ist zu. Wir tauchen mal in die Tiefen. Das Lämpchen, tue ich mal schonen. Da können wir raus und hier können wir raus. Wir müssen jetzt gucken. Können wir jetzt da an dem Gerät was machen? Da oben ist jetzt auch zu. Oder war das vorher schon zu? Ich glaube, jetzt können wir was machen. Ja, jetzt leuchtet das hier auch sogar. Okay. Drehen. Strom ist an. Passiert hier was? Yo, okay. Ich hole noch mal kurz Luft. Das wird mir sonst ein bisschen zu knapp hier. Wo war denn das jetzt hier? Ja, mein Gedächtnis, ne? Ah, da war das. Wo war das jetzt? Oh Gott, wie viel? Oh, Panik. Da komme ich rein, 23 Sekunden, es ist ein bisschen knapp. Ist, glaube ich, besser, dass wir jetzt nochmal... Komm, Junge, schwimm doch schneller! 14 Sekunden, 13 Sekunden, sterben wir. 10, 9, 8, 7, Luft! Hui! Gleich wieder speichern. Ja, depp mich Feigling, aber ich vertraue das Spiel kein bisschen. Okay, ab in die Tiefe. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich seh doch, ich wobbel hier die ganze Zeit rum wie so ein Bekloppter einfach. Okay. Ist hier noch irgendwie ein Teil? Okay, es hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber das Teil ist immer noch an. Wir hätten vielleicht direkt hier so uns wegschießen sollen. So, hier rein. Ja, wow, das hat's jetzt wirklich gebracht. Lol. Da unten ist auch noch irgendwas. Da müssten wir mal reinschauen. Da ist ja alles zu. Da oben waren wir ja drin. Das ist irgendwie hier so abgestürzt. Wir gucken gerade mal. Wir laden auch gleich nochmal. Da komme ich aber nicht rein. Okay. Kommen wir da hinten rein? Nee, da kommt man gar nicht rein. Okay, wir laden mal auch mal. Sorry, aber ich will mich hier echt ein bisschen umgucken. Und es ist ja jetzt nicht die Nacht. Fertig hier das Game. Deswegen gucken wir nochmal. Okay, die Düse haut uns irgendwie nach rechts. Wir sind aber schon ziemlich weit rechts, wenn wir von hier oben kommen. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall mehr von den Dingern aktivieren. Also das habe ich aktiviert. Das bläst uns jetzt hier irgendwo rechts hin. Dann da unten haben wir was leuchten. Was ist das? Kommen wir da ran? Nee, da kommen wir gar nicht rein. Aber da ist ein Knopf da. Kommen wir da echt nicht rein? Scheint alles zu sein. Mal schauen. Da oben ist, scheint eine Luke zu sein. Jaha, da kommen wir rein. Hier scheint der nächste Knopf zu sein. Ah, und da komme ich nicht durch. Okay. Da ist ein Gebläse. Scheibenkleister. Ich komme jetzt da rein. Da ist zu. Ja, wir schaffen es auch jetzt nicht mehr zurück. Guck mal, hä? Da ist auch zu. Wie kommen wir da rein? Bin ich gerade dull? Wir laden nochmal. Bin ich gerade zu doof oder zu blind? Wahrscheinlich beides. Die Kamera ist auch schon wieder viel zu hoch hier. So, ein bisschen besser. LOL!
Den Punkt wollte ich nicht laden. Da, hier, Labor. Spiel mir mich doch nur verarschen. That should keep me safe. Safer. Blasrohr mehr aktiviert. Jetzt mal gucken hier. Kann doch nicht sein hier, dass wir zu blind sind. Okay, da unten ist da auch irgendwas aktiv. Also kommen wir hier nicht durch. Hier. Da müsst ihr irgendwie da reinkommen. Also hier sind zwei Luken. Da ist so ein Ding, was wir auch aktivieren müssen. Doch wie kommen wir da rein? Da ist ein Weg, da ist es zu. Da oben geht's auch nicht rein. Hä? Ist hier nirgends ein Loch oder so? Das Einzige, was ich gesehen habe, war da hinten. Aber da ist auch irgendwie eine Strömung aktiv. Vielleicht müssen wir zuerst woanders hin. Ich glaube, da müssen wir echt zuerst woanders hin. Da rein, da kommen wir nicht. Da ist da irgendwie eine komische Strömung aktiv. Da hinten ist der Knopf. Gucken wir mal, was ist hier. Hier unten ist auch noch ein Knopf. Okay, hier hinten im Eck ist noch einer. Den kann man noch aktivieren. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Lad nochmal. Und dann gehen wir direkt zurück. Wahrscheinlich mache ich es auch total falsch, deswegen sterbe ich so häufig. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, ich bin ja auch kein Profi in dem Game. Spiele jetzt wie jeder andere Glongo auch. Und wenn es hier so die Möglichkeit gibt zum Gucken, weil ich bin halt einer, der guckt gern. Und wenn ich hier so eine Zeitbegrenzung habe, ist es immer kacke für einen, der gerne guckt. Okay, ich glaube, wir können dann da rein. Also da und dann hier so und dann sind wir direkt wieder zurück. Vor allem die Zeit, die ist halt echt so knapp. Ich glaube, da bräuchte man wirklich eine bessere Taucherausrüstung. Schalt mal hier jetzt das Teil auch rein. Ich finde es krass, wie man so ein riesiges Ding da bewegen kann. Ja, lass mich in Ruhe, Killerspinne. Das Ding schießt uns wieder rüber. Und ich glaube, jetzt ist das da hier auch aus. Wir schwimmen aber zuerst mal hier oben wieder rein. Weil zeittechnisch wird es schon wieder sehr, sehr knapp mit der Luft. 30 Sekunden, ich fange auch schon wieder an zu formeln. Das merkt ihr immer ganz gut. Sobald irgendwas knapp wird, dann mache ich so, ja komm schon. Ja, okay, so knapp wird es dann doch nicht. Aber ertrinken wollen wir doch auch nicht. Gut, gespeichert und wieder ab in die Tiefe. Ich hoffe, ihr seht auch genug, weil YouTube reguliert ja immer die Sachen immer ein bisschen, na, dunkler, weil es hier eh schon dunkel ist. Na, dann wird es gern nochmal dunkler. Ihr wisst es ja. Schnell, 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 schnell. Okay, also müssen wir doch hier hin, aber erst später. Ich denke mal, jetzt ist da hinten auch die Düse aus. Hoffe ich mal, dass wir jetzt da reinkommen, weil zeittechnisch wird schon wieder sehr, sehr knapp. Da ist der Eingang. Ich lasse hier mal kurz die Lampe an. Dann seht ihr auch was. Kommen wir jetzt hier durch? Ja, jetzt ist auch hier die Turbine deaktiviert. Oder auch nicht. Hä, Mann! Jetzt ist sie wieder aus. Okay, dann hätten wir hier die... Meine Fresse! Das ist doch Verarsche! Jetzt aber hier. Jetzt schaffen wir es wahrscheinlich wieder nicht. Ei! Hier ist das Teil. Ja, jetzt schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Oh Gottes Willen, können wir das Teil wechseln? Ja gut, bringt uns aber recht wenig. Toll. Toll, 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 jetzt schaffen wir es nicht mehr hier raus. Nein, verdammte Axt! Hä? Wie soll man da durchkommen in einen Rutsch? Verarsch mich doch. Vor allem, es bringt dann auch nichts bei mir hier. Okay. Dann machen wir halt einen Suizidversuch. Wir hauen alles hier raus. Schwimmen da mal ganz schnell runter. Spawnen dann hier und nehmen alles wieder mit. Dann scheißen wir mal auf das Blasrohr. Weil ich keine Ahnung. Sag ich ganz ehrlich, wie wir da rauskommen. Entweder das, wahrscheinlich sehe ich einfach den Weg nicht. Das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste wieder mal. Hier, wir haben unsere Aufgabe abgeschlossen. Jetzt ist es halt dunkel. Gute Nacht. Ist mir jetzt auch egal.
Wir haben jetzt eh darauf gebaut, ganz ehrlich. Safer. Safer? Ja, ja. So. Alles wieder mit dem. So. Alles hier mitnehmen. Eine halbe Stunde, um alles wieder einzusammeln. So, da haben wir ein bisschen beschissen. Keine Ahnung, wie man da wieder rauskommt. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine Methode. Aber ich bin wahrscheinlich zu blind. Kann ich das da auch hier direkt ausrüsten? Den Speer auch gleich hier ausrüsten. Das Blasrohr haben wir im Mund. Die ganzen Sachen nehme ich hier auch nochmal mit. Okay, wir haben alles dabei. Ah, das Messerchen nehmen wir natürlich auch noch mit. Was ist das hier? Inventar voll. Haben wir irgendwas mitgenommen, was ich nicht... Was ich zuvor weggeschmissen habe? Wahrscheinlich... Nee, die Lampe habe ich auch schon hier. Keine Ahnung. Okay, wir speichern hier mal kurz. Ja. Dann gehen wir mal da 30 cm in die eine Richtung. Blasrohr haben wir dran. Und ab in die Tiefe. Ich hoffe mal, das geht jetzt hier klar. 40 cm wahrscheinlich ist jetzt da oben. Ja, das ist jetzt offen. Da wollen wir doch hin. Schön. Und... Ah, Luft. Okay, das ist jetzt das Unterwasserlabor. Und es geht's. Okay, es öffnet sich auch wieder. Jetzt dachte ich, es wäre nur One Way. Hier ist zu, ist versperrt. Ich speichere nochmal. Ich bin ein fauler Hund. Wenn ich mir Weg sparen kann, spare ich mir Weg. Da kann man jetzt wieder runtertauchen. Ist zu, okay. Laufen wir mal weiter. Ja, ja, ja. Aha. Ganz viele komische Zeichnungen. Auch irgendwas drinne. Unterlagen. Da ist auch alles zu. Ist auch irgendein Computer drin. Es werde Licht. Können wir hier mal durchschwimmen? Da hier ist ein Loch im Boden. Oh Gott, in First Person wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher als in Third Person. Ah! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du kleiner Fratz. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Dup, 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 dup. Biomete neu starten. Okay. Biodome Terminal muss neu gestartet werden. Alles andere haben wir neu gestartet. Electrical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.06.23A. Finally, my genius is recognized. My omnipotent minders have requested a demonstration of the spacer. I do wonder how they even found out about it. No doubt it was the loose lips of that blabbing Klein. But perhaps his indiscretion has worked in my favor in this instance, and I will have the last laugh. Once Omnit sees what I've accomplished here, I will prove that their many years of investment in me was not a mistake. How it will feel to have them watch me in my moment of triumph. This is what I've been working toward my entire career. Recognition at last. Okay. Speichern. Ihr kennt mich, das ist doch nichts mehr Neues. Das ist doch nichts mehr Neues. Okay, wohin geht's hier? Da ist ein Gang. Ah, nee, das ist das Labor, wo wir jetzt hier drin waren. Ah, okay, das ist einfach nur der Rückweg. Ist jetzt ein anderer Gang offen? Ja, hier seid ich, sind Gänge offen. Nieder mit den Robotern! Oh, her mit der Ausdauer! Her mit der Ausdauer! Alles klar, hast du Todeslaser jetzt aktiv?
Ja, moin. Ich habe auch keine Rüstung an, oder? Doch, ich habe Rüstung an. Ganz kurz. Ich ziehe nochmal die Rüstung hier ran. Wir können auch mal hier den Riegel hier schnabulieren. Ah, Mann. Wir bräuchten auch andere Waffen, sage ich ganz ehrlich. Dürfen ihn nicht immer mächtiger machen, als er ist. Noch ein. Ja, na komm. Und hinüber. Wir müssten uns eigentlich auch mal Bogen oder sonst was bauen. Und ich tue hier so wie ein Höhlenmensch mit Speeren rumhantieren. Geht's hier lang? Okay, da ist... Ah, ich weiß jetzt, wo wir da sind. Das ist ja optimal. Wir sind jetzt da seitlich bei dem Ding hier. Ah, cool. Okay, da geht's dann hier so lang und dann... Okay, wunderbar. Also ist jetzt alles offen hier. Toll, dann können wir uns absolut frei hier bewegen. Das ist gut. Das ist gut. Ah, hier ist auch noch mal... Wir jetzt auch raus. Oder ne, von hier kommen wir doch. Ja, von hier kommen wir doch. Die Roboter haben sich jetzt hier nur breit gemacht. Müssen wir jetzt wirklich vorsichtig reagieren. Was ist denn das für einer? Ja, ein Flammenwerfer, oder? Ah! Was auch immer das sein mag. Haha! Blub, 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 blub. Alles einsammeln hier. Okay, der ist noch rot. Der ist... Sind wir da zuerst lang gegangen? Da sind Fußabdrücke. Also da ist auf jeden Fall jemand mal durchgegangen. Der hier ist rot. Da hinten ist ein Chip wahrscheinlich noch. Wo geht's hier hin? Das ist hier einfach... Ja, leerer Raum. Okay. Ein Knopf. Haben wir jetzt irgendwas geöffnet? Das da hier? Ne, hier kam ich her, okay. Hier kam ich her, da links ist der kleine Raum, kleinste Raum der Welt. Dann hier rechts sind die Spuren. Und hier. Hier war da. Hä, bin ich jetzt verwirrt? Also hier rechts ist das. Da ist der kleine Raum. Hier links ist es noch ein Ding und da oben gehen die Spuren her. Ah, und hier ist das Bett. Ah, okay, verstehe. Und hier kommen wir wieder in den Raum. So schließt sich der Kreis. Okay, schön. Da kommen wir jetzt einmal außen rum. Das freut mir sehr. Dann folgen wir mal den Fußspuren. Brauche ich auch mal, eigentlich auch mal was zu trinken. Verbände und noch ein Schokoring. Ich glaube, das ist nicht gut. Wir hauen mal hier ein paar Verbände ran. Schokoriegel will ich mir mal aufsparen. Oh ja, moin. 5 Millionen von den Viechern. Toll. Ha! Hab ihn wieder mächtiger gemacht. Kusch! Er ist hinüber. Ausdauertechnisch müssen wir aufpassen. Ha! Ah, da ist der nächste. Hopp, trau dich, komm her! Schön, er ist auch hinüber. Blub, blub, blub. Alles aufsammeln. Hämmchen mal anmachen. Champion of the Sun. Champion of the Sun. Okay. Oh, hier. Unterlagen. Nehmen wir mit. Verdächtige Knöpfe, die wir nicht drücken können. Da ist auch noch ein Gang. Ah, ein Analysier-Gedings. Das machen wir mal kurz. Schön. Also hier unten ist ein wirklich vollständiges Labor. Toll, unsere Lampe ist auch jetzt kaputt gegangen. Die Koi-Dinger können wir analysieren. Koi-Schuppenpanzerung, das ist toll. Ach Mann, dann hauen wir das da noch rein. So viel zum Analysieren, das ist toll. Das Schöne ist auch hier, hier unten ist alles gleich dunkel. Also da ist es egal, ob Tag oder Nacht ist. Das ist auch vielleicht ein kleiner Vorteil. Nach oben und dann weiter? Ja, wir gucken mal zuerst nach hier oben. Ist jetzt ein bisschen doof für euch, weil es hier dunkel ist.
Hier ist der Hauptcomputer. Da können wir drauf drücken und da ist noch ein Burger Chip. Okay, dann gucken wir erstmal runter und hier ist noch Unterlagen, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Wir gucken zuerst mal hier durch. Das ist auch noch grün. Da geht es nach unten. Okay, und da kommen wir dann irgendwo anders hin. Dann würde ich sagen, drücken wir doch mal auf den Knopf da oben. Und schauen wir weiter, was uns das hier alles bringt. Oh Mann, ich habe zu Durst. Oh nein. Okay, den Burger Chip nehmen wir mit. Karte. Den haben wir jetzt da hinten noch ein... Ach, da hinten noch ein Burger Chip, ein Verlorener. Okay, ihr müsst nur mal denken, wie weit wir jetzt getaucht sind. Hier sind wir irgendwo runtergegangen und so weit rüber sind wir schon. Und hier ist nochmal ein verlorener Burger Chip. Gut. Verbindung ist wieder hergestellt. Systemdiagnose läuft. Oha, jetzt ist auch hier unten offen alles. Okay. Ich glaube, wir sind wieder online. Da habe ich echt irgendwie ein bisschen Angst. Okay, wir sind online wieder. Das klingt gut. Wir brauchen was zu trinken. Ich glaube, ich trinke mal einfach da oben die Suppe. Können hier auf jeden Fall weiterlaufen. Kann ich das nicht hier trinken? Nee, es geht nicht. Wisst ihr, was ich aber machen werde? Zwei Sachen. Einmal Inventar und... Wo ist der Schnorchel? Wo ist der Schnorchel? Hier ist der Schnorchel. Speichern. Ja. Dave? Und dann gehen wir mal hier runter. Teichluke. Sind wir jetzt hier wieder draußen? Boah, ist das dunkel. Ja, ja, hier sind wir wieder draußen. Ah, okay. Hier ist die Teichluke. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier, doof gesagt, alles Neue schon erforscht, in Anführungszeichen. Hier ist dann jetzt nur noch die Teichluke gewesen. Wir können jetzt nur noch mal zum alten Terminal zurückschauen. Ob sich da jetzt irgendwie was verändert hat. Aber so, denke ich, sind wir jetzt durch. Hier drüben gibt es auch nichts mehr. Alle Gänge haben wir. Brauchen eigentlich nur was zu slurpen. Dass wir nicht verdursten und ansonsten... Haben wir jetzt alles Neue erforscht. So wie es so aussieht momentan. Da hinten war doch der Monitor. Num, 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 num. Nochmal kurz hier ein Riegelchen rein. Knuspern. Knusper, knusper, Gnaser. Wer knäcket da mal Gnaser? Und ja, ist jetzt alles an. Schön, okay. Ich glaube, das war es dann jetzt auch erstmal von dieser wunderschönen Folge Grounded. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben jetzt hier die Unterwasserwelt sozusagen abgeschlossen. Klar, es liegt noch ein Burger Chip hier und da rum. Aber wir haben jetzt jeden neuen Content mal gesehen von Grounded. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.